Hi, ich bin Jana und wir haben was ganz brandneues auf unserem Sparwelt-YouTube-Kanal, antizyklisches Kaufen. Wir werden euch jeden Monat Sachen und Dinge vorstellen, die ihr vielleicht gerade gar nicht braucht, bei denen ihr aber ganz, ganz besonders sparen könnt. So viel kann ich dir versprechen, wenn du dich wirklich ans antizyklische Kaufen hältst und einmal im Monat bei uns einschaltest, kannst du einiges an Geld sparen. Und diesen Monat fangen wir mit dem August an. Antizyklisch kaufen, also shoppen gegen den Trend, kann sich wirklich lohnen. Denn in den Zeiten, wo die Dinge wirklich gebraucht werden, also die Nachfrage am höchsten ist, ist es auch wirklich am teuersten. Das heißt, wie wäre es mal mit einem Wintermantel, zum Beispiel im Sommer? Oder Osterprodukten zu Weihnachten? Du kannst auf jeden Fall einige sparen, wenn du die Sachen nicht in den Zeitraum kaufst, wo die Nachfrage wirklich gerade auf dem Markt am höchsten ist. Wir verraten dir also ab jetzt jeden Monat, was du auf keinen Fall verpassen solltest, um wirklich Geld einsparen zu können. Und damit du es auch nicht vergisst, abonniere jetzt schon mal unseren Kanal. Jetzt geht's los. Was ist besonders günstig im August? Der August ist noch der Höhepunkt der Urlaubszeit. Das heißt, in den meisten Bundesländern sind die Ferien noch voll am Laufen und die meisten Leute sind im Urlaub. Andersrum bedeutet das, kein Mensch ist in der Stadt und in den ganzen Geschäften. Die Sachen, die müssen trotzdem alle raus. Das heißt im Endeffekt, dass viele, viele Läden und viele Geschäfte ihre Preise nach unten senken. Egal ob Blumentopf, Heckenschere oder Rasenmäher, Gartenprodukte gibt es jetzt bis zu 30% günstiger. Denn im August sind die meisten Gartenbesitzer oder auch Balkonbesitzer ja schon längst versorgt. Der Sommer ist nämlich schon längst da, die Leute haben alles zu Hause und die Gartencenter, Baumärkte und anderen Geschäfte müssen so langsam ihre Produkte alle in den Verkauf bekommen. Das heißt, es gibt satte Rabatte. Nicht nur in den Geschäften selber, sondern auch online. Möbel im Sommer sind besonders günstig. Gerade was Küchen angeht, Sofas, Betten und andere große Dinge solltet ihr euch jetzt ausstatten, denn im Herbst sind wieder die Möbelmessen und die ganzen Möbelhäuser wollen natürlich jetzt nochmal richtig schön Platz machen. Wenn du schon den Modellnamen hast, also ein bestimmtes Produkt dir rausgeguckt hast, lohnt es sich auf jeden Fall auf Online-Vergleichsseiten zu schauen. Solltest du jedoch jemand sein, der lieber ins Möbelhaus geht, handel doch einfach mal ein bisschen mit den Leuten im Möbelhaus. Es lohnt sich auf jeden Fall. Schulbedarf und Bürobedarf. So ein Zeug, also es ist wirklich Krimskrams, geht richtig ins Geld. Wenn du da also wirklich sparen willst, dann solltest du im August zuschlagen. Nicht nur für deine Schulkinder, sondern auch als Erwachsener. Gerade wenn du Schulkinder hast, solltest du jetzt zuschlagen, denn für die i-Dötzchen besorgen nämlich schon viele Eltern ein paar Monate vorher alle Utensilien. Das heißt, auch zum Beispiel Schulranzen sind jetzt wirklich kurz vor der Einschulung nochmal richtig günstig, weil die Hauptkaufzeit nämlich schon längst vorbei ist. Auch Spielzeug ist im August besonders günstig. Das heißt, wenn ihr die Schultüte vorbereitet, solltet ihr Dinge jetzt auf jeden Fall kaufen. Und woran ihr auch denken könnt, kauft schon mal die Sachen vielleicht für Weihnachten. Im August sich absolut günstig und gesund zu ernähren, ist ganz easy. Denn im Supermarkt haben heimische Gemüse nämlich gerade Hochsaison. Heißt Gurke, Tomate, Paprika und all das, was es hier noch auf unseren schönen Feldern gibt, ist gerade besonders günstig. Und die Banane hat gerade auch noch ihren Tiefpunkt preislich. Das heißt, kauf Bananen, die sind richtig günstig. Ein anderes Thema, was alle Autofahrer betrifft: Winterreifen. Du solltest auf jeden Fall jetzt schon daran denken, vielleicht deine Reifen auszuwechseln, auch wenn es noch August ist, denn jetzt gibt es satte Rabatte auf die Vorjahresmodelle. Wenn du nämlich im Oktober darüber nachdenkst, deine Reifen zu wechseln, dann wird es nämlich erst wieder richtig teuer. Jetzt zum Beispiel mitten im Sommer kannst du bei den Vorjahresmodellen noch einiges an Geld sparen. Auf zwei Punkte solltest du achten. Ist dein Reifenmodell, was du brauchst, jetzt schon zu haben? Da solltest du dich auf jeden Fall informieren, weil teilweise gibt es die noch nicht in den Lagern. Und zweitens, wenn du jetzt schon Reifen kaufst, wo bringst du die in der Zeit unter? Entweder Keller, Garage, Eigenheim, darüber solltest du auf jeden Fall vorher nachdenken. Was kauft ihr euch im August günstiger? Ich würde mich freuen, wenn ihr uns das in die Kommentare schreiben würdet. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Ich freue mich schon, wenn ihr im September das nächste Video von uns seht, wo ihr dann dort richtig, richtig sparen könnt.